Monaco, in wenigen Tagen feiert Davina Geis ihren 20. Geburtstag, 30. Mai. Im Netz beschenkte die Millionärstochter ihre Fans jetzt mit einer kuriosen Anekdote zu ihrem Vornamen. Ihrem Vater kommt dabei eine tragende Rolle zu. Die älteste Tochter von Robert Geis, 59, und seiner Frau Carmen, 58, ist ein echter Medienprofi und aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. In der Reality-Doku Die Geissens erhalten die Zuschauer seit über 10 Jahren unterhaltsame Eindrücke aus dem glamourösen Leben der 19-Jährigen und ihrer Jet-Set-Familie. Im Rahmen einer Q&A-Runde auf Instagram stand Davina Shakira, wie die gebürtige Monegassin mit vollständigem Namen heißt, ihren Fans ungewohnt ausführlich Rede und Antwort. Dabei verriet sie ein amüsantes Detail, das für jede Menge Lacher innerhalb ihrer Community gesorgt haben dürfte. Weißt du, ob deine Eltern noch einen anderen Namen als Davina vorgesehen hatten? Lautete die eher harmlose Nachfrage eines neugierigen Fans. Und die Abiturientin hatte darauf sogar tatsächlich eine Antwort parat. Ja, Kimberly. Dann wurde es kurios, denn die attraktive Neublondine ließ es sich in der Folge nicht nehmen, noch weiter auszuführen, warum sich Robert und Carmen letztendlich doch gegen diese Namenidee im Lostopf entschieden haben. Die Geissens unterhalten das TV-Publikum bereits seit 2011 mit ihrem Leben. Nach dem Toilettengang entschied Robert Geiss, es wird Davina. Davina erklärte dazu mit einem tränenlachenden Smiley. Aber dann war mein Vater mal auf der Toilette, und die Klorolle hieß Kimberly. Die Erleuchtung kam Papa Robert also mal wieder, während der Geschäftszeiten. Oder wie der 59-Jährige stets zu sagen pflegt, beim Big Business. Derzeit ist die Immobilieninteressierte gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Shania Geis, 18, in der zweiten Staffel von Davina Shania, We Love Monaco zu sehen. Im Spin-off zur Familienserie gewähren die beiden jungen Frauen einen Einblick in ihr privilegiertes Leben in Saus und Braus. Die Töchter der Kölner Kultauswanderer sind inzwischen nämlich flügge geworden und folgen abseits des strengen Regiments ihrer gut betuchten Eltern mehr und mehr dem Ruf der Freiheit. RTLZWEI begleitet die Rich Kids während ihres Abnabelungsprozesses mit der Kamera und zeigt, wie die Schwestern den Sprung ins erwachsene High Society Leben meistern. Should you?